Die Sitzung ist beendet und Aiwanger hat sich nicht geäußert. Die Grünen haben das scharf kritisiert. Wäre es nicht vielleicht wichtig gewesen, hier noch mal ein paar Worte zu sagen? Warum hat Aiwanger das nicht getan? Naja, er hat schon alles gesagt, was zu sagen gibt. Und der Sachverhalt ist ja der, dass hier also ein Flugblatt vor 35 Jahren in seiner Tasche gefunden wurde. Mehr ist nicht passiert. Er hat sich von diesem Flugblatt maximal distanziert und hat auch zur Aufklärung beigetragen. Er hat auch diese 25 Fragen also beantwortet. Und es gibt natürlich Sachen, wo man sich nach 35 Jahren auch nicht mehr richtig erinnern kann oder nicht erinnert, beziehungsweise dann, vor allem, wenn man es nicht getan hat. An was soll man sich erinnern, wenn man es nicht getan hat? Also für uns sind die Fragen beantwortet und auch Hubert Aiwanger hat alles gesagt, was zu sagen ist. Verjährung und Jugendsünden, das sind alles wichtige Stichpunkte, aber Deutschland hat eine besondere Geschichte, wenn es um Antisemitismus geht. Da muss man besonders hingucken und jüdische Gemeinden sind unzufrieden mit seiner Entschuldigung. Kasper Dachau hat seinen Besuch abgelehnt. Müsste da vielleicht noch ein Statement gegenüber der jüdischen Gemeinde kommen? Also das ist das, was auch wir von Ihnen verlangen und was ich auch in meiner Rede ihm sehr nahegelegt hat. Er muss jetzt den Dialog mit den jüdischen Gemeinden in Deutschland und auch darüber hinaus suchen und führen und muss hier den Schaden im Grunde wieder gut machen, beziehungsweise die Verstörungen und Verirrungen, die da entstanden sind, dass er diese wieder also aufhebt. Und hier weiß ich, ist er in Kontakt mit den jüdischen Gemeinden hier in Deutschland. Und das geht aber, sagen wir jetzt hier, eine Buß-Szene zu inszenieren, wäre in Zeiten des Wahlkampfes völlig falsch und würde auch falsch verstanden werden. Also das muss im Vier-Augen-Gespräch, im kleinen Kreis erstmal geklärt werden. Und dann nach dem Wahlkampf ist es sicher angebracht, wenn man hier auch ein Zeichen setzt. Hubert Aiwanger ist fast noch mehr für seinen Umgang mit der Krise kritisiert worden, als für die eigentliche Krise selber. Wie schätzen Sie denn seine Kommunikation in den letzten Tagen ein? Sie müssen verstehen, also der Umgang mit der Krise, wenn man selbst höchstpersönlich betroffen ist, ist natürlich immer schwierig, weil man sich da automatisch auch immer verteidigen möchte und dann redet man sich möglicherweise noch mehr hinein und man muss dann selber erstmal aufklären, was weiß ich noch, was ist da passiert und wenn man persönlich so maximal betroffen ist, dann muss man einen auch zugestehen, dass man vielleicht ein bisschen länger braucht, aber die Aufklärung ist innerhalb von einer Woche geschehen, innerhalb von 24 Stunden hat er sich dazu erklärt, also das ist schon schnell. Gerade dann, wenn man auch noch die engste Familienkreis mit betroffen ist, der ja da auch also, sagen wir, mit einbezogen werden muss also, und wo man dann vielleicht auch nochmal Nachfragen hat. Also hier muss man auch sehen, Hubert Aiwanger ist nicht nur Politiker, sondern auch Mensch. Die Umfragewerte für die Freien Wähler sehen sehr gut aus, 4% hochgegangen. Wie erklären Sie sich diese Diskrepanz zwischen den Wählern oder dem demokratischen Wählerwillen in den Umfragen und der harschen Kritik immer noch in Presse, Twitter, Opposition und auch von vielen eigenen Politikern? Ich glaube, dass der Wähler ein sehr gutes Gespür dafür hat, was angepasst, was auch gerecht ist und dass man hier sieht, es wird hier ein Vergehen in der Jugendzeit und ja gut, hat Flugblätter in der Schultasche gehabt, mehr ist eigentlich nicht vorgefallen, denn der Autor hat sich ja geoutet und dass man dann jemand zur Rechenschaft zieht, 35 Jahre später, dass man dann also ein Bild eines 16-Jährigen in der Öffentlichkeit zeichnet, das sehr fragwürdig ist, was aber mit dem Hubert Aiwanger, der heute hier ist, mit dem ich kenne, also überhaupt nichts zu tun hat. Und ich glaube, das merken die Menschen, dass hier etwas schief ist. Und deswegen sagen sie, solidarisieren sie sich auch mit Hubert Aiwanger, weil sie merken, da geschieht auch ein Unrecht. Vielen Dank für das Gespräch. Bitte.